Die heutige Geschichte führt uns nach Thailand in die Nähe der Stadt Khon Kaen. An einer Kreuzung in der Nähe einer Tankstelle bemerkten die Leute einen kleinen braun-weißen Hund, der jeden Tag an dieselbe Stelle kam. Es war merkwürdig. Zunächst schien er ein gut gepflegter Hund zu sein. Er war nicht zu dünn und er war sauber. Anfangs konnte niemand unter den vorbeilaufenden Menschen erahnen, welches Geheimnis der Hund tatsächlich in sich trug. Das Tier blieb eine lange Zeit an dem Ort und schien nicht nach Hause zu gehen. Daraufhin begannen einige Leute den Hund zu beobachten. Und sie bemerkten, dass er allmählich dünn und schwach wurde. Außerdem schien er an einer Hautkrankheit zu leiden, durch die er seine Haare verlor. Der arme Hund befand sich in einem schrecklichen Zustand. Viele hilfsbereite Menschen in der Umgebung waren entschlossen, dem Hund zu helfen, und einige waren sogar bereit, ihm ein neues Zuhause zu geben. Sie begannen alle, den Hund Leo zu nennen und setzten sich gemeinsam dafür ein, ihn zu versorgen. Eine Frau namens Sao Valak sah, dass es Leo von Tag zu Tag schlechter ging und sein Hautzustand ihm offensichtlich Schmerzen bereitete. Die Frau konnte nicht zusehen, wie der Hund langsam zugrunde ging und war fest entschlossen, ihm zu helfen. Eines Tages, auf dem Weg zur Arbeit, passierte sie die Kreuzung und sah den leidenden Hund, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Sie hielt an, fasste sich ein Herz und nahm ihn mit zu sich nach Hause. Sie pflegte seine Haut, indem sie ihn mit einem speziellen Shampoo wusch und seine Haare auskämmte. Dann gewährte sie ihm, sich in ihrem Haus auszuruhen und sorgte dafür, dass er etwas Gutes zu essen bekam. Bald ging es Leo ersichtlich besser. Sao Valak entwickelte zunehmend eine starke Bindung zu dem Hund. Doch als sie eines Tages nach Hause kam, war Leo verschwunden. Sie suchte verzweifelt nach ihm, aber ohne Erfolg. Leo war verschwunden. Dann fiel ihr etwas ein. So schnell sie konnte, lief Sao Valak zurück zu der Kreuzung, an der sie Leo zuerst gefunden hatte. Und tatsächlich. Dort war er. Leo war so lange bei ihr geblieben, wie er brauchte, um wieder auf die Beine zu kommen, aber dann war er zurück zur Kreuzung gegangen. Aber was machte diesen Ort so besonders? Warum kehrte er immer wieder dorthin zurück? Nach reiflicher Überlegung glaubte Sao Valak die Antwort zu kennen. Sie vermutete, dass Leo auf seine Familie wartete. Womöglich hatte sie ihn an dieser Kreuzung verloren oder sogar mutwillig ausgesetzt. Könnte es sein, dass er immer wieder zu dieser Stelle zurückkehrte in der Hoffnung, dass sie ihn irgendwann finden würden? Das war das Einzige, was in ihren Augen Sinn ergab. Es brach ihr das Herz, wenn sie an Leo dachte, der hoffnungsvoll auf die Rückkehr seiner Familie wartete. Wenn sie zu ihm zurückkehren wollten, hätten sie das sicher schon getan. Sao Valak nahm ihn in der folgenden Zeit noch einige Male mit nach Hause, aber jedes Mal haute er ab und wartete wieder an der besagten Kreuzung. Schließlich fand sie sich mit der Tatsache ab, dass Leo dort bleiben und warten wollte. Das bedeutete aber nicht, dass Sao Valak sich nicht um ihn kümmern würde. Von nun an sorgte sie dafür, dass sie ihm jeden Tag etwas zu essen brachte. Sie setzte sich zu ihm und bürstete sogar sein Haar, damit es nicht wieder verfilzte und seine Haut gesund blieb. Es war zwar nicht dasselbe, wie ihn mit nach Hause zu nehmen und ihn zu lieben, aber zumindest konnte man sich um ihn kümmern. Viele Menschen waren von dem Hund, der an der Kreuzung verblieb, fasziniert. Einige besuchten den Welpen regelmäßig und einige halfen sogar dabei, ihn zu füttern. Er war ein so liebevoller Hund, der die ganze Aufmerksamkeit, die er erhielt, genoss. Eine weitere hilfsbereite Frau, die Leo kennenlernte, war Anurit Unjaroen. Auch sie sah Leos missliche Lage und versuchte zu überlegen, wie sie ihm helfen könnte. 4 lange Jahre hatte Leo auf der Kreuzung gesessen und darauf gewartet, dass sein Besitzer nach Hause kam. Es war ein trauriger Anblick. Dann hatte Anurit eine Idee, wie sie Leo vielleicht helfen konnte. Sie hatte jede Menge Fotos von dem Hund, also nahm sie diese und nutzte die Macht des Internets, um in den sozialen Medien auf Leo aufmerksam zu machen. Sie verfasste einen Beitrag über den traurigen Hund, der darauf besteht, auf der Straße zu leben. Sie hoffte, dass der Beitrag irgendwie die Familie finden würde, die er verloren hatte, und zu einem besonderen Wiedersehen führen würde. Sie hätte jedoch nie erwartet, dass der Beitrag so viel Aufsehen erregen würde, wie er es tatsächlich tat. Zahlreiche Menschen fühlten sich berührt und waren entschlossen, dem Hund zu helfen, seine ursprünglichen Besitzer zu finden. Sie teilten den Beitrag auf ihren eigenen Seiten und er verbreitete sich sogar international. Viele Menschen weltweit zeigten Interesse an der Geschichte und sorgten sich um Leos Zukunft. Eine von ihnen war Nang Nui Sitason. Sie war eine 64-jährige Frau aus der Provinz Roaet in Thailand. Sie war schockiert, als sie die Bilder von Leo sah. Der Hund auf den Bildern sah ihrem geliebten Hund Bonbon sehr ähnlich. Sie hatte den Hund vor 4 Jahren auf einer Reise gemeinsam mit ihrem Mann verloren, nachdem er bei einem Spaziergang in der Nähe von Khon Kaen abgehauen und nicht zurückgekehrt war. Er war verschwunden und die Familie war untröstlich.
Eine Woche lang kehrten sie in die Gegend zurück und suchten die Straßen ab, wo sie ihn verloren hatten. Aber es gab keine Spur von ihm. Schweren Herzens mussten sie schließlich akzeptieren, dass sie ihren Hund Bonbon vermutlich nie wiedersehen würden. Er hatte wohl einen Unfall oder jemand anderes hatte den Hund gefunden und behalten. Die Ungewissheit über das Schicksal des Hundes ließ das Ehepaar nicht los. Irgendwann hatten sie jedoch die Hoffnung aufgegeben, den Hund jemals wiederzusehen. Doch als sie 4 Jahre später die Bilder von Leo sahen, waren sie sicher, dass es Bonbon war. Er hatte so lange auf sie gewartet und nun konnten sie ihn endlich wiedersehen. Sie konnten ihr Glück kaum fassen. Sie setzten sich mit Anurit Unjarön in Verbindung und zeigten ihr einige der Bilder, die sie von Bonbon hatten. Leo war eindeutig derselbe Hund und Anurit stimmte zu. Sie arrangierten, dass Nang Nui und ihre Familie zu Besuch kamen, um Leo persönlich zu sehen. Anurit sorgte dafür, dass Sao Valak sich von dem Tier verabschieden konnte, falls die Familie entscheiden sollte, ihn mit nach Hause zu nehmen. Immerhin hatte sich die Frau die letzten 4 Jahre um Leo gekümmert. Schließlich kam der Moment, auf den alle gewartet hatten. Die Familie kam an der Kreuzung an. Sao Valak und Anurit waren schon da, Leo lag im Schatten neben ihnen. Dann stiegen Nang Nui und ihre Familie aus ihrem Auto und riefen nach dem Hund. Als Bonbon seinen Namen hörte, hob er den Kopf. Was dann folgte, ist einfach nur unglaublich und kaum in Worte zu fassen. Er stand auf und lief auf seine alte Familie zu. Er wedelte mit dem ganzen Körper, nicht nur mit seiner Rute. Es war offensichtlich, dass sich der Hund unvorstellbar freute, seine Lieblingsmenschen wiederzusehen. Er hatte 4 lange Jahre auf sie gewartet. Es sah so aus, als hätte er sich all die Jahre lang Sorgen um sie gemacht. Jetzt waren sie wieder vereint und er konnte sehen, dass es seiner Familie gut ging. Doch an dieser Stelle sollte die Geschichte eine überraschende Wendung nehmen. Die Familie dankte Sao Valak dafür, dass sie sich um Bonbon gekümmert hatte, und es war Zeit, sich zu verabschieden. Sao Valak umarmte Bonbon mit Tränen in den Augen. Sie hatte ihn so lieb gewonnen. Dann rief die Familie ihn, er solle ins Auto steigen. In diesem Moment geschah das Unglaubliche. Bonbon weigerte sich, zu ihnen zu gehen. Sie versuchten, ihn abzuholen, aber er lief vor ihnen weg und setzte sich immer wieder neben Sao Valak. Sie begriffen alle, was der Hund ihnen sagen wollte. Es schien, als habe er beschlossen, bei der Frau zu bleiben, die sich in den letzten 4 Jahren um ihn gekümmert hatte. Er wollte nur wissen, dass es seiner Familie gut ging, aber nun wollte er bei seiner Freundin bleiben. Die Familie respektierte Bonbons Entscheidung und ließ ihn bei Sao Valak bleiben. Sie kommen nun oft zu Besuch und boten sogar an, die Tierarztrechnungen zu übernehmen. Aber es war klar, dass es nun nicht mehr ihr Hund war. Von da an lebte Bonbon bei Sao Valak und lief nie wieder weg. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein weinender Bär flehte einen Mann um Hilfe. Was dann geschah, ist unglaublich. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.